Saluti zusammen, da ist der Swiss Trader. Ich möchte noch Hallo, kurz etwas zeigen. Und das ist die Kreuzunterstützungsstrategie. Immer dort, wo man mehrere Unterstützungen haben, dort bin ich jetzt heute Nachmittag lang gegangen. Und es ist eigentlich erstaunlich gut gegangen. Wir haben da die Unterstützung, da die schräge Unterstützung, und die ist schon seit heute Morgen intakt. Und ich habe da, also ich habe gesehen, da hat es den Dip gegeben und der ist sofort wieder gekauft worden. Dann bin ich da lang gegangen und ich bin auch da lang gegangen. Da haben wir, das ist einerseits der VWAP, wir haben den 100er. 3100 und wir haben eben noch die Linie, also eine Dreifachunterstützung, Outsidebar. und das ist wirklich eigentlich noch erstaunlich, wie das funktioniert, dass man wirklich darauf kann gehen, dass man bei so Kreuzunterstützungen kann long einsteigen. Im Moment hat es nämlich teilweise gar nicht so ausgesehen. Es ist dann nachher durch ab. Man muss halt einfach ein bisschen Geduld haben. Der Stopp los, der muss genug weiter weg sein. Und Overdrawn. danach funktioniert es. Also es ist eigentlich noch recht interessant. Und es ist halt nicht immer einfach, solche zu finden. Also die Schräglinie, die habe ich heute Morgen irgendwie gezeichnet und dann noch verlängert und habe dann gemerkt, ja, die ist ziemlich allgemeingültig. Also ich müsste jetzt die da auch weiter noch weiterziehen. Und das ist ein bisschen schwieriger dran. Man muss die Unterstützungen, die hat man am Morgen zu Beginn noch nicht. Hey, Und Daniel? ja, da zum Beispiel, die habe ich auch verpasst. Also da hätte man den EMA 200, man hätte den SMA 200 als Unterstützung und erst noch eine Trendlinie. Das lange schon für eine gewaltige Rakete gegen oben. Und ja. Also auf jeden Fall braucht halt ziemlich Arbeit, die Unterstützung zu finden. Und was dann auch ist, man muss dann gerade einsteigen und das Zeug halt dann einfach laufen lassen. Und darf nicht reinfingerlen. Muss jetzt da einfach warten, bis vielleicht die Trennlinie da wieder durchbrochen wird und dann aussteigen. Gut, das wär's gsi. Als Disclaimer Hey, noch Daniel. findet ihr auf HTTPS Daytrader Website. Und das ist eigentlich eine wirklich eine gute Strategie, dass man nicht die ganze Zeit drinnen ist. Also dass man wirklich solche Punkte sucht, wo gut sind. Das ist ja eigentlich sonst auch meine Strategie, nicht die ganze Zeit hin und her, sondern möglichst gute Punkte zu suchen. Und da, das ist natürlich da ein massiv guter Punkt, weil da extrem viele Sachen zusammenkommen. Was eben auch ist, das habe ich jetzt in dem Graph nicht drin, da zum Beispiel, dass man da das Vortages-Close kann anschauen kann. Das ist ja übrigens der Pre-Day Close zum Beispiel, da sehen wir auch, da prallt er dagegen. Könnte sein, dass es gleich mal nicht mehr weiter rauf geht. Es kann aber auch sein, wenn er über den Pre-Day Close übergeht, dass Hey, er dann noch Daniel. erst recht weitergeht. Wir haben da die Opening Line, das ist die Linie, wo es um 9 Uhr aufgegangen ist am Morgen, die ist immer noch gültig. Also, das sind auch gute Orientierungshilfe und als Pre-Day Low, das haben wir ja da im anderen eben auch gehabt. Es prallt sehr gerne am Pre-Day Low ab. Man sieht da haben wir das PDL, wir haben den VWAP, RSI alles zusammen. overdrawn. Wenn das zusammenkommt, dann ist das eine gute Basis für einen Start. Ja, und ja, schau vielleicht mal dann auch unter Daytrader Website. Dort der Disclaimer: Traden ist einfach extrem gefährlich. Man kann sehr viel Geld verlieren. Ich habe schon sehr viel Geld verloren.
muss sehr, sehr vorsichtig einfach vorgehen. Man muss wirklich klein reingehen. Also ich empfehle jedem ein Minikonto, dann die Strategie testen, bis sie wirklich verhebt und dann erst aufzuschrauben. Und das ist natürlich bei CFDs, wenn man da mit 0,1 Kontrakt reingehen kann, ist das gut. Ich würde also nicht gerade sofort mit einem Microfuture-Konto anfangen oder so. Hat man schon gerade einen halben Kontakt. Ein halber Kontakt ist halt schon noch etwas Größeres als ein Ganzer. Gut, das war es beim Swiss Trader. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.